Hey Leute, heute Abend, 18 Uhr Livestream. Schaltet unbedingt ein, wenn wir alle Gegner mit der neuen Stinkgranate töten. Yay! Yo Leute, was geht? Es ist der Triad Boy Revinzer back am Start. Es gibt das neue Vorderadapter. Die Stinkbombe ist verfügbar. Wir werden gleich direkt mal ausprobieren, was mit der Rakete abgeht und ob eventuell manche Neuerungen auf der Rakete aufgetreten sind. Es gibt einen neuen Modus Finalgefecht, meine Freunde, mit dem ihr euch bis zum Looten hin quasi zum Sieg erkämpfen könnt. Das heißt, ihr müsst Kisten öffnen, verschiedene Punkte holen und nicht nur der Last Man Standing gewinnen, sondern auch Kills und die Leute, die am meisten lootet haben, bis hin zur Grenze haben quasi gewonnen. Dann gibt es neue Outfits und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir jumpen direkt mal rein und gucken, was wir so neu haben. Okay, die Kuschelbeauftragung. Den habe ich leider schon, habe ich auch schon, meine Freunde. Es gibt aber jetzt, dank den Herausforderungen, meine Freunde, gibt es nämlich im Battle Pass noch einen weiteren Skin dazu. Und zwar gibt es nämlich jetzt einen weiteren Skin, den man halt durch Herausforderungen irgendwie freispielen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Freunde. Ich bin einfach nur krank geheilt. Das Update ist gerade erst rausgekommen. Wir starten direkt in eine kleine Solo-Runde, meine Freunde, und schauen uns direkt mal an, was die Stinkbombe so kann und vor allen Dingen, was es mit der Rakete so auf sich hat. So, Leute, wir sind jetzt in-game und ich würde sagen, wir jumpen direkt mal rüber zur Raketenbasis, Leute, denn das interessiert mich jetzt eigentlich echt am meisten. Ich bin gar nicht so sehr gehyped auf die Stinkbombe, muss ich ehrlich sagen, denn eigentlich ist die Stinkbombe meiner Meinung nach nicht mehr als die Rauchgranate, die ganzen OG-Spieler von euch, unter anderem natürlich auch ich, definitiv schon kennen sollten. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie viel Schaden die macht und überhaupt, wie man sie finden kann. Ich glaube, sie wird in Loot-Drops wahrscheinlich ausgeschüttet werden. Die Patch-Notes sind noch gar nicht draußen. Ich bin einfach nur wieder krank gehypt und freue mich auf jeden Fall. Der Battle-Bus sieht noch nicht verändert aus, so wie ich sehen kann. Aber ich würde sagen, Leute, wir rennen jetzt direkt mal zur Raketenbasis und schauen uns das direkt mal an. Und ich glaube, wir sind nicht die einzigen Spieler, die dahin wollen, Leute. Drei andere bei uns. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, es sind sehr viele Spieler. Ich brauche ganz dringend noch eine andere Waffe, Leute. Ich weiß nicht, ob ich damit langfristig überleben werde. Oh mein Gott. Nein, er hat eine Shotgun gehabt. Ah, damn. Gut, wenn ich jetzt eine Shotgun finde, sollte das eigentlich easy sein, Leute. Ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach nochmal. Da habe ich natürlich gerade einfach nicht die Möglichkeit gehabt, mich so frei zu entfalten, wie ich wollte. Ich habe jetzt aber in dem Raum selber erstmal nichts gesehen, was jetzt auffällig gewesen wäre. Beziehungsweise irgendetwas, was vielleicht darauf hindeuten könnte. Wir waren allerdings auch gar nicht oben, wo dieses komische Symbol als Hologramm ist. Ich hoffe mal, dass die Zone jetzt ein bisschen weiter weg ist, dass der Bus auf der rechten Seite der Map irgendwie ist, sodass wir uns da in Ruhe jetzt erstmal umgucken können. Klar, ihr habt gerade schon gesehen, viele Spieler erwarten einfach, dass heute irgendwas passiert. Es ist auf der Map, glaube ich, nichts großartig zu sehen gewesen. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, ob wir gleich irgendwie die Möglichkeit haben, diese Rakete zu starten. Ich meine, wie geisteskrank wäre es bitte, wenn man wirklich mit dieser Rakete irgendetwas machen könnte. Wir haben nach wie vor hier vorne nichts Neues irgendwie. Das Hotel ist immer noch da. Hier vorne dieser kleine Ort ist noch da. Das Fußballstadion existiert immer noch genauso wie vorher. Das heißt, wir haben keinen neuen Einschlagskrater einer Rakete oder sowas. Nichts, was darauf hinweisen könnte, wo diese Rakete vielleicht hinfliegt. Die Häuser bei Snobby Shores haben sich nicht geändert. Nee, es ist alles gleich, Leute. Aber wahrscheinlich wird sich irgendetwas innerhalb dieses Raumes verstecken, wo wir uns dann eventuell umschauen können und mal gucken, was da so hinter steckt. Okay, hier sind so viele Leute, das glaube ich einfach nicht. Das ist echt nicht normal. Okay, da oben ist das Ding. Hier ist noch ein anderer Spieler. Den müssen wir direkt mal pushen. Natürlich hat er eine Shotgun. Oh mein Gott. Unten ist noch eine Person. Wird auf jeden Fall belastend. Kann hoffen, dass er sich den Trank holt. Nehmen wir den Trank. Okay, Leute, wir können ja noch nichts machen. Ich muss nur diesen komischen Typen finden. Da oben. Jetzt haben wir in der Theorie die Ruhe weg, Leute. Und können uns jetzt hier oben einfach mal umschauen und gucken, was es hier so Neues gibt. Und zwar gibt es hier nichts Neues. Nach wie vor, wir haben immer noch die gleichen seltsamen Hieroglyphen da drauf. Man sieht hier die Rakete, man kann aber hier nichts machen. Man kann hier den Terminal nach wie vor nicht zerstören. Wir haben unten noch eine Kiste, die holen wir uns jetzt mal. Also ich glaube, dass sich zumindest daran schon mal nichts geändert hat. Ich weiß auch gar nicht tatsächlich, ob sich jetzt seitens der Shotguns jetzt etwas geändert hat. Wie gesagt, ich habe die Patches noch gar nicht reingeguckt, Leute. Aber hier ist nichts, was irgendwie anders oder auffällig wirkt. Hier ist nichts Neues dran. Okay, gut. Wir sind über diese komischen Munitionskisten. Die hat es aber schon vorher gehabt. Und oben im Hologramm hat sich auch tatsächlich nichts geändert. Das ist ganz interessant zu wissen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass tatsächlich dann heute irgendwie was mit der Rakete passiert. Scheinbar ist das nicht der Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat es mit diesem seltsamen Nintendo Switch Countdown auf sich? Und warum sammelt Omega diese komischen Dinger hier in seinem Pool? Das sind natürlich alles noch Fragen, die offen sind. Aber jetzt fürs Große und Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin leicht enttäuscht. Ich sehe leider keine großartige Änderung bei der Rakete. Das ist schade, Leute. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir jetzt die Möglichkeit hätten, an der Rakete irgendwas zu ändern. Scheinbar ist der Raketenstart verschoben worden, so wie es aussieht. Das heißt, alles, was wir jetzt quasi an Countdowns bis dato gehabt haben, hatte entweder eine andere Bedeutung oder Epic Games hat gesagt, okay,
Wir verschieben den Raketenstart einfach nochmal ein paar Tage. Gut, das Endless Season ist auch noch nicht da. Also ich glaube, wir sind hier soweit durch und können uns quasi jetzt auch schon wieder auf den Weg nach oben machen, Leute. Was ich auch ganz interessant finde, ist eine weitere Diskussion, die ich auf Reddit gesehen habe. Und zwar sieht man hier diesen Transporter von dieser guten Agentur, das heißt quasi von den Guten. Und der ist verdächtig nah an der Base von Omega dran. Und es sieht wohl so aus, als wäre dieser Transporter tatsächlich dann von Omega überfallen worden und er hätte dann tatsächlich diese ganzen Crystals bei sich in der Base, wie wir eben gesehen haben, im Pool gesammelt. So macht den Anschein. Das ist gerade auch wieder so eine kleine Sache, die nach außen diskutiert wird. Also, wir fassen zusammen. Wir wissen nichts Neues über den Start der Rakete. Finde ich persönlich schade. Ich hätte damit gerechnet, dass heute wahrscheinlich jetzt beim Update, wie ich es gestern angekündigt habe, etwas geändert ist bei der Rakete. Ist leider nicht der Fall. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn dann wissen wir auf jeden Fall, dass Epic Games vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit braucht und vielleicht sogar was Größeres und Cooleres für uns plant. So, an dieser Stelle können wir jetzt einfach nur hoffen, dass wir die Stinkgranate wenigstens einmal finden. Ich weiß gar nicht, wo man sie finden kann. Ich kann ja mal ganz kurz sagen. Stinkgranate Fortnite. Hier sind ein paar übereinstimmende Nachrichten. Create the Stinky Cloud deals 5 damage every half seconds in the cloud. 5 damage innerhalb dieser Wolke, Leute. Das ist gar nicht so wenig. Das ist tatsächlich gar nicht so wenig. 9 Sekunden hält das Ding quasi an. Finden wir auf Floor Loot Chests und Vending Machines und kann maximal 5 mal gestackt werden. Also 5er Stacks wird in 3er Stacks quasi deployed. Da ist sie. Oh mein Gott. Oh! Oh Gott! Oh Gott, die verrecken alle in der Stinkbombe. Oh, die sind alle verreckt! Alter! No way! Die sind alle in der Stinkbombe gerade gestorben. Alter Schwede! Vielleicht doch gar nicht so ein Lelek-Item, wie ich gedacht habe. Da sind gerade einfach 6 Leute gestorben in der Stinkbombe. So ist das nicht, ne? Wir haben hier unten auf jeden Fall noch Gegner. Kommen direkt schon die nächsten Geier. Nice! Oh mein Gott! Die Falle. Die gute alte Falle, Leute. Wie hat er mich gesehen? Okay, also, wir haben die Stinkgranate auf jeden Fall einmal schon gerade in Action gesehen, Leute. Ich könnte es hier noch tryharden bis zu einem Win, aber ich werde es noch einmal gucken, dass ich selber mal spiele. Aber sie ist auf jeden Fall eine echt ziemlich nette Waffe. Ich glaube, das kann man nicht anders beschreiben, als dass sie schon echt extrem reintickt. Wie gesagt, man hat es ja gerade eben gesehen, da sind einfach so viele Leute drin verreckt in dieser Gaswolke. Das war schon echt crazy und ganz ehrlich, ich glaube, damit wird sie zu einem sehr, sehr wertvollen Spiel-Item. Ich denke schon, dass man damit das ein oder andere Ding auf jeden Fall ordentlich rasieren kann. Wir gehen jetzt mal nach Spandau, Leute, und hoffen einfach mal mit ein bisschen Glück, dass wir das Ding finden. Und dann machen wir mal das Selbstexperiment, stellen uns quasi einfach mal eine Stinkbombe rein und gucken mal, wie krass die reintickt und wie viel maximalen Schaden das Ding quasi macht, wenn man dann genau in der Mitte steht. Finde ich persönlich ganz gut, weil genau das fehlt nämlich gerade, der Flächenschaden bei Fortnite. Es gab ja schon mal die Idee einer Brandgranate, die ist leider verworfen worden. Viele von euch wissen das vielleicht gar nicht. Die gab es mal auf Reddit, da haben auch Mitarbeiter von Epic, glaube ich, sogar mitdiskutiert. Aber da ist natürlich dann wieder die Frage, kann man sich dann bei einem Feuer löchen und so weiter und so fort. Bei einer Stinkgranate ist es eigentlich, beziehungsweise einer Rauchbombe, ist es relativ simpel. Man kann einfach aus dem Zirkel des Rauchs rausgehen und ist dann wieder sicher. Finde ich ein persönlich sehr cooles Konzept und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man jetzt mal hochrechnet, 5 Damage jede halbe Sekunde, das 9 Sekunden lang, meine Freunde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen zu stark ist. Also ich glaube schon, dass innerhalb dieser 9 Sekunden auf jeden Fall der ein oder andere Gegner zu Boden gehen wird. So, haben wir das Glück, dass ich diese verdammte Stinkbombe irgendwann spielen darf, irgendwo finde. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder von dem Typen gepusht, weil er direkt eine Shotgun hat. Da ist sie, Leute, da ist die Stinkbombe. Ich würde fast schon sagen, wir gucken ganz kurz, wo dieser Typ gelandet ist, was der so macht, so, was er so vorhat, was seine Pläne sind für die Zukunft. Gut, Leute, wisst ihr was, wir schaffen jetzt drauf, ich möchte es einfach ausprobieren. Okay, also ihr seht das hier. Tickt richtig krass rein. Ihr seht das hier gerade. Oh mein Gott. Und der Schadenszirkel ist extrem groß. Das heißt, man muss den Rauch nur kurzzeitig berühren, Leute. Und man ist dann quasi schon down. Okay. Echt interessant. Crazy stark. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Eine extrem krasse und eigentlich fast schon meiner Meinung nach OP-Waffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, aber ihr habt sie gerade gesehen. Der Damage dahinter, der ist halt nicht wenig, ne? Also, das ist schon auf jeden Fall nicht verkehrt. So, wo ist jetzt dieser komische Typ hin? Ist der jetzt wirklich, campt der jetzt da drin? Ich glaub's nicht. Aber ihr habt's gerade gesehen. Also, das Ding ist echt schon. Also, ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich bin überrascht, dass man sich dazu entschlossen hat, dieses Item so reinzubringen. Also, ich finde es schon echt crazy. Wo ist der Typ? Hat er sich in Luft aufgelöst? Ist er gestorben? Ah! Oh nein! Ah!
Ja, ohne Shotgun auf jeden Fall echt extrem starke Runden heute gewesen, Leute. Genau das ist der Grund, warum ich kein Solo spiele, weil alle Leute nämlich in irgendwelchen Ecken hängen und campen. Wir haben auf jeden Fall gerade die Waffe gesehen, auch wenn wir sie gerade nicht am Gegner getestet haben, konnten wir sie an unserem eigenen Leib testen. Und ich finde schon, dass sie ein bisschen sehr zu stark ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Im Worst Case haben wir, wie gesagt, 90 Damage, meine Freunde, auf die Sekunde runtergerechnet. Also wir machen halt 90 Damage innerhalb dieser 9 Sekunden, da diese Granate quasi in diesem großen Radius 9 Sekunden quasi durchhält. Finde ich persönlich schon krass, weil wenn man halt mal angehittet worden ist und dann vielleicht eine zweite Granate hinterherkommt, also Hut ab, das ist ein sehr, sehr starkes Item und ich bin gespannt, ob das auch genauso stark drinnen bleiben wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich nur lila zu finden, also Epic Rarity ist natürlich die Frage, wie oft findet man die jetzt? Klar, am Anfang findet man die neuen Items immer sehr, sehr oft, dann wird im Nachgang immer ein bisschen runtergepatcht und rausgenervt. Also ich bin mal gespannt, wie dieses Item sich spielen lässt. Alles im Allen auf jeden Fall echt ein cooles Ding. Ich finde es ein bisschen OP, muss ich sagen, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch. Leute, ich würde sagen, das war's für diesem wunderschönen Video. Ihr habt heute keinerlei tollen Gameplay-Leistung von mir gesehen. Wenn ihr die unbedingt sehen wollt, schaltet heute Abend unbedingt um 18 Uhr den Livestream ein. Da wird dann gut rasiert. Heute war einfach nicht gut. Ich bin einfach scheiße gewesen, muss man einfach so sagen. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend um 18 Uhr beim Livestream.